Was ist denn das Besondere am Frauenkarneval? Am Frauenkarneval, naja, da sind doch eigentlich nur die Frauen denn hier natürlich. Aber mittlerweile trauen sich auch ganz viele Männer, weil wir einfach so toll sind auf der Bühne und wollen auch unbedingt unseren Karneval anschauen. Ja, also wir sind ja, Klein Karum hat ja eigentlich nur ja, so knappe 300 Einwohner. Und wir sind jetzt schon 250 Leute hier auf dem Saal bei Timmerding. In Karum können wir den leider gar nicht feiern, weil wir da nicht so einen großen Saal haben. Deswegen sind wir jetzt hier in Hausstätte bei Timmerding. Und machen das auch schon seit fast 40 Jahren, stehen wir auf der Bühne. Also wir beide jetzt direkt noch nicht ganz 40 Jahre. Aber ja, und seit 20 Jahren sind wir hier bei Timmerding in Hausstätte. Wir beginnen mit den Funken, wie es beim Karneval üblich ist. Wir haben viel Klamauk. Wir erzählen über den beschwerlichen Toilettengang der Frauen auf öffentlichen Festen. Und dann Döntges, Sketche, Moderation, gute Musik, Frauen unter sich, Frauen, die Spaß haben wollen. Aber ich sehe so ein paar vereinzelte Männer hier. Männer sind auch herzlich eingeladen zu der Veranstaltung. Männer sind absolut herzlich eingeladen. Und wir bewundern jeden, der sich traut. Ne? Also jeder Mann, der sich traut, Hut ab. Wirklich. Geit nicht mit und geit nicht ohne, ja. Sagt wie immer.